Jo, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir im Jahr 2022, Freunde. Ich wünsche euch ein frohes Neues und ja, Freunde, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht und habt jetzt vieles vor, nehme ich mal an. Und ich weiß, Freunde, ich weiß, es gibt sehr viel zu bereden. Ja, ich hoffe, ihr spoilert nicht und genießt die Show jetzt, sage ich jetzt mal. Und ja, ich habe eine Menge mit euch zu reden. Normalerweise hätte man das in Einzelvideos machen können, aber ich möchte es in ein kleines, dickes Video packen. Und deshalb möchte ich ein bisschen mit euch quatschen, direkt im ersten Video hier im neuen Jahr. Und ja, Freunde, es gibt, wie gesagt, einiges zu bereden. Wie gesagt, nochmal frohes Neues an jeden Einzelnen. Ich bin für diejenigen, die meine Videos bis heute geschaut haben. Ich bin euch bis heute noch dankbar. Dankeschön auf jeden Fall. Ihr fragt euch bestimmt, warum jetzt 2, 3 oder sogar 4 Monate nichts gekommen ist. Lag halt leider daran, dass FIFA leider nach einem Monat schon wieder tot war. Klar, ich spiele das immer noch, wie viele andere auch, aber es gibt leider halt immer noch keine Alternative, ne? Dazu kommen wir aber nachher. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja zuletzt das Video hier gesehen mit den Rewards. An sich ist das ganz gut angekommen, finde ich. Und ich wollte eigentlich da damals auch weitermachen, aber nach 2, 3 Wochen, wo die Server so geisteskrank gut waren, weiß ich nicht. Ich hatte einfach keine Motivation mehr, noch was hochzuladen, und habe mich nur aufs Gameplay fokussiert und so gut es geht, so hart zu trainieren, wie es nur ging. Natürlich mal on und mal offstream. Und ja, ich denke, offstream sind viel mehr Spiele gewesen, da ich auch mit anderen Kollegen trainiert habe. Und ja, auf jeden Fall möchte ich aber das im neuen Jahr ändern. Und ich muss ein bisschen leise sein, deswegen Nachbarn und so weiter. Ja, deshalb dieses Jahr möchte ich auf Bubble. jeden Fall ändern. Und ja, da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Und zwar ändern im Sinne von, dass ich in der Woche mindestens ein Video rausbringen möchte. Sei es jetzt Highlights oder FC-Videos. Und ja, das ist auf jeden Fall Pflicht. Irgendwann mal könnt ihr mir dann mich zusammenscheißen im Chat oder sonst irgendwas, falls man was nicht kommt oder so. Das auch dazu irgendwann mal später. Ja, auf jeden Fall, das dazu auf jeden Fall mindestens 1 bis 2, also mindestens ein Video auf jeden Fall in der Woche. Ich will es bei 2 schaffen, aber es ist halt nicht einfach mit Arbeit und Privatzeit. Und ja, auf jeden Fall das dazu, ein Video mindestens in der Woche. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich mich wiederholt habe, aber scheißegal jetzt. So, nächster Punkt. Ich habe wieder Bock auf Verkostungsfolgen. An die OGs, an die OG-Hasen, die von damals noch am Start waren. Ich möchte auf jeden Fall wieder Verkostungsvideos bringen. Wird aber jetzt nicht jetzt direkt kommen, sondern wird auf jeden Fall bald kommen. Aber das wollte ich halt nur mal so mal anteasern, anpreviewen, wie auch immer man das sagen möchte. Ja, vor allem möchte ich auch viele Getränke testen. Und ja, das dazu auf jeden Fall. Verkostungsfolgen habe ich mega, fühle ich jetzt wirklich wieder. War halt wieder so ein riesigen Loch, was dieses Format halt anging. Und ja, auf jeden Fall das dazu. Aktuelle Spiele, Freunde, ist mein nächster Punkt. Momentan streame ich ja viel FIFA, also Weekend League. Ich sehe mich halt viel Weekend League und Rivals gerade am Schwitzen. Leider sind Server halt immer noch das Problem. Wie jeder, ihr wisst das ja, ist ja nichts Neues so. Deshalb, ja, das dazu. FIFA. Ich will auf jeden Fall noch so gucken, wie weit es geht, wie weit wir dieses FIFA uns hocharbeiten können.
Und ja, nach FIFA, beziehungsweise nach der Weekend League immer, möchte ich jetzt aber auch etwas länger streamen. Nicht nur jetzt die Weekend League spielen und wieder offline gehen. Es ist halt immer so, dass wenn ich immer offline gehe, ich immer extrem genervt bin, leider wegen den Servern und den Bilanzen und so weiter. Also ich will es eigentlich nicht immer so fest an den Bilanzen machen, aber ich bin halt immer, ich lasse mich halt immer echt viel triggern, obwohl ich eigentlich mega entspannt bin, wenn ich ein Spiel spielen möchte. Außer FIFA natürlich. Ja, auf jeden Fall das dazu, Freunde. Ja, das andere Spiel, was ich on stream auf jeden Fall spielen will, möchte, ist in der Mache gerade. Es wird kommen. Und zwar so schnell es natürlich auch geht. Was es ist, könnt ihr erfahren, indem ihr den ersten Link unten abcheckt. Schaut vorbei, Freunde. Ich versuche wirklich jeden Tag live zu kommen. Und ja, so viel Stream, wie es nur geht. Und ich möchte Spaß haben. Ich will wieder Spaß an den Spielen haben. Ich will wieder wie ein kleiner Junge in meinem alten Kinderzimmer mich wieder fühlen und wieder dieses Feeling suchen. Ja, Freunde, das dazu. Ja. FIFA und das nächste Spiel werdet ihr bald erfahren. Checkt gerne den ersten Link in der Beschreibung aus und wer mir noch nicht gefolgt ist auf Twitch, kann mir gerne ein Follow dalassen. Ja, denn ich möchte wirklich versuchen, jeden Tag live zu kommen. So gut es geht, ich muss halt wirklich gucken wegen Arbeit und danach Feierabend und so weiter, weil sobald ich halt live komme, ist es halt jetzt nicht so, dass ich vorher noch irgendwo gechillt habe oder sonst irgendwas. Nein, ich fahre direkt von der Arbeit direkt nach Hause und versuche mich dann direkt auf dem Rechner zu sitzen, am PC zu sitzen und dann loszulegen. Und ja, deshalb versuche ich wirklich, so gut es geht, wirklich jeden Tag live zu kommen. Ja. Das dazu, Freunde. Kommen wir jetzt zu den nächsten Punkten. Und zwar die FC Winter News, Freunde. Genau. Die FC Talks werden weitergehen. Und zwar haben wir ja Anfang, also wir sind ja noch eigentlich im Anfang von Januar, ist der gute Rafael Tsichos zu Chicago Fire gewechselt, meine Freunde. Für 455.000 finde ich eine gute Summe. Weiß jetzt nicht, ob man jetzt eine halbe Million noch holen konnte, aber keine Ahnung. Ja, er wollte wahrscheinlich jetzt nochmal den letzten großen Vertrag rausholen, da er schon 31 ist. Und ja, wieso nicht? Jeder würde nochmal was anderes probieren und was gucken. Eigentlich lief es momentan in dieser Saison so wie, also bis heute lief es ja sehr gut, aber dieses Angebot, denke ich mal, würde nur einmal kommen. Und danach glaube ich nie wieder. Ansonsten würde es so ähnliche Verträge bestimmt geben, aber weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass er in einem Jahr bei Chicago Fire so viel verdienen wird von, keine Ahnung, VfL Wolfsburg 2 oder Ottersberg bis Köln zusammen. So würde der in einem Jahr vielleicht bei Chicago Fire verdienen. Wie dem auch sei, aber sind halt jetzt nur Mutmaßungen. Ja, auf jeden Fall wünschen wir ihm alles Gute. An Rafael Tsichos und danke für deine Dienste. Ja, da hat man dann direkt geschaut, ob man Alternativen braucht, denn so wie ich es eigentlich sehe, haben wir eigentlich keine Personalsorgen, was in der Verteidigung angeht. Da Meret eigentlich ja auch gehen wollte, angeblich ja gehen wollte, ich weiß es nicht. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Spielt aber so gesehen kaum. Also er hat 8 Spiele gemacht. Ist halt sehr wenig. Und momentan finde ich die Kombo Hübers und Kilian auch sehr nice. Aber man hat halt nicht immer, in der ganzen Saison kann man halt nicht immer auf die beiden zugreifen. Deshalb denke ich eigentlich, dass es schon sinnvoll wäre, nochmal auf den Markt anzugreifen.
aber auf der anderen Seite irgendwie nicht. So. Nebenbei noch, Freunde, ist ja noch der Server Sestich auch gegangen. Also der Vertrag wurde aufgelöst. Was ich halt schade fand, weil zu einer Entwicklung hat ja Steffen Baumgart selber gesagt, dass halt auch mal Fehler vorkommen. Und ich fand ihn eigentlich sehr, sehr interessant. Kam ja von der Jugend und Reserve von Köln. Hat sich hochgearbeitet, hat, glaube ich, zuletzt gegen Dortmund, in Dortmund gespielt. Wenn ich mich irre, vielleicht auch danach, korrigiert mich gerne. Ja, ich finde, ich hätte ihm jetzt für die Rückrunde verliehen, war aber auch mit Verletzungssorgen da. Ja, ich hätte es nicht gemacht, aber man hat halt nicht das alleinige Entscheidungsrecht, sage ich jetzt mal, und zwar bestimmen halt mehrere Leute. So. Ich könnte mir gut vorstellen, da ein Kingsley Ezebue aktuell auch nicht viel spielt, dass man da auch mit ihm mal rotieren könnte, weil wenn der gehen würde, fände ich es auch sehr schade. Denn er wäre auch eigentlich ein guter, also ich denke halt, viele denken jetzt vielleicht, ja, der Typ ist ja total FIFA-krank, aber Freunde, ihr müsst mal so sehen. Wir haben zwar gerade Corona, man hat halt nicht viel Geld und man will halt das Geld so gut es geht einsparen. Deshalb finde ich, dass man halt rotieren kann, da ja Benno Schmitz momentan eine super, super krasse Leistung bringt, finde ich. Jeder hat ihn abgeschrieben von Anfang der Saison und Kingsley Isibui finde ich, dass man ihm mal eine Chance auch gibt auf einer anderen Position. Nicht nur Rechtsverteidiger, ich würde ihn gerne auch mal in der Innenverteidigung sehen. Er ist groß, er ist schnell, er ist zweikampfstark. Und er ist brutal in den Zweikämpfen. Das hat man ja auch in den im letzten Jahr gesehen. Ja, warum ich finde, dass er rotieren soll, dass man mit ihm rotieren sollte, ist, wir haben Benno Schmitz da und es ist jetzt so geil, dass wir wieder die Rechtsverteidigerposition etabliert haben. Deshalb finde ich, dass Maiko Sponsel definitiv nach dem Sommer in die erste Mannschaft, also in dem Profikader berufen muss. Warum? Hier habt ihr die Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob der jetzt alle Spiele gemacht hat in der Regionalliga, aber er zeigt Leistung. Er schießt als Verteidiger ein Tor und hat schon vier Vorlagen. Finde ich gut. Letzte Saison ist er auch durchgedreht, sage ich jetzt mal. Und ja, Freunde, der muss, also. Wenn FC denn nicht in den. Also, wenn Jörg Jacobs oder der neue Geschäftsführer, der ab April übernehmen wird, wirklich nicht da handelt und wieder ein wertvolles Talent abgibt, dann finde ich schon schade, auch wiederum schade. Ja, ich finde, Maiko Sponsel würde sehr, sehr gut reinpassen, denn man kann mit ihm planen, er könnte ein guter Backup für Benno Schmitz sein. Im Falle, wenn Benno Schmitz auch sich vielleicht verletzt, was wir nicht hoffen und nicht wollen. Ja, Maiko Sponsel, ich schwärme wirklich, also no homo an der Stelle, ich schwärme wirklich von diesem Spieler. Es ist ein geiles Talent. Und bitte, lieber Herr Jakobs, nimmt ihn bitte in den beruft ihn bitte nach dem Sommer in den Profikader. Denn der muss in den Kader rein. Ja, das dazu, Freunde. Alternativen in der Innenverteidigung. Ja, sonst finde ich zum Thema Innenverteidigung alles gesagt. Was man mit Meret und Savas Sestic jetzt noch macht, ist noch eine Frage, die offen bleibt. Ich denke mal, die werden in den Interviews auch sagen, dass sie sich nur auf den Vertrag oder zur Saisonende konzentrieren und dann alles andere danach besprochen wird, wie halt immer die gleiche Standardsätze. Und deshalb, ja, auf jeden Fall das dazu. Sonstige News, Marius Laux, der ehemalige Innenverteidiger von den zweiten Herren, von den Reserven, ist Teammanager von FC geworden. Er war jetzt 8 Jahre bei den Reserven. Auch als Kapitän die letzten 3 Jahre, glaube ich, oder länger, weiß ich jetzt nicht. Wird jetzt FC-Manager, Teammanager, FC-Manager.
Wenn wir es, wenn wir noch einen Manager hätten. Ja, auf jeden Fall das dazu. Was die Aufgaben sind, denke ich mal, wisst ihr alle. Ja, Marius Laux, willkommen an Bord. Ja, Torwartfrage. So, ein Punkt habe ich noch vergessen. Und zwar die Torwartfrage. Aktuell, wie auch heute gegen Hertha, dazu kommen wir auch gleich, hat ja Marvin Schwebe gespielt. Was ja noch an Verstärkungen, was ich noch erwähnen wollte, ist, wegen der Torwartfrage, dass man ja aktuell wirklich ein extremes Luxusproblem hat. Zumal, dass wir auch Timo Horn und Schwebe haben, dass da jetzt schon ein guter Konkurrenzkampf stattfindet. Und dahinter mit einem Talent wie Jonas Urbig. Und zuletzt, bevor ja Schwebe und so weiter kam, gab es ja, den haben wir ja durch, gab es ja, den haben wir auch durch. Bevor ja Schwebe nach Köln gewechselt ist, gab es ja das Gerücht um Luka Podlek. Ich habe jetzt nur ein paar Szenen gesehen mit gewissen YouTubern, die gedreht worden sind, so Challenges oder so. Ich finde, er macht, also ist jetzt nur Freizeit, was er, das denke ich nicht, dass es jetzt ernstes Training war oder so. Aber ich finde, in anderen Spielen, bei der Schalke U17, also bei der U17 Bundesliga, konnte man sehen, dass er auch gute Paraden, gute Einsätze gehabt hat. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich könnte mir den gut vorstellen, aber das Problem, Marco Sponta war auch durch. Aber jetzt kommt das Aber: Wir haben Timo Horn, Marvin Schwebe. Es wird ja noch dauern, bis die ja irgendwann mal weg sind. Dann haben wir ja Jonas Urbig, Daniel Adamczyk von den Reserven und Matthias Köbig, glaube ich, auch von den Reserven. Ich würde mir durchaus vorstellen, dass er kommen könnte. Noch sehr jung, aber es wird irgendwann mal Zeit. Wieso nicht? Ein gutes Talent, auch ein Riese. Wieso nicht halt, ne? Bin mal gespannt. Vielleicht wird uns mal in Zukunft was erwarten. Vielleicht kann ich das mal auch im Stream mal drauf reacten oder so. Auf jeden Fall Luka Podlek finde ich auch sehr interessant. War aber jetzt nur ein Gerücht, bevor ja Schwebe kam. Aktuell Schwebe ist ja jetzt die Nummer 1 und das dazu, Freunde. Verstärkung zu, also generell, also aus der Rechtsverteidigung haben wir ja schon erwähnt, würde ich auf jeden Fall feiern, wenn Marco Sponsor jetzt nach dem Sommer kommen würde. Alles andere wird sich ja noch ergeben. Und ja, Freunde, kommen wir zum Spiel. Ich fand das Spiel auf jeden Fall richtig nice, richtig geil. Ja, FC hat die ganze Zeit nur Druck, Teampressing und so. Also die waren sehr gut aktiv. Hatten auch in den ersten 20 bis 30 Minuten, glaube ich, schon 4 Chancen gehabt. Sogar vielleicht auch noch mehr bis zur Halbzeit. Hatten auch in den ersten 20 bis 30 Minuten, glaube ich, schon 4 Chancen gehabt. Sogar vielleicht auch noch mehr bis zur Halbzeit. War einfach nur geil. Dann das Kopfballtor von Modest. Schön herausgespielt und reingeflankt von Uth. War nur geil. Also ich habe mich wieder wahnsinnig gefreut. Danach Duda gegen seinen Ex-Verein. Und dann Joker-Tor, Thielmann. Natürlich haben wir das eine kassiert. Ist halt nun mal passiert, aber man muss auch Schwebe für dieses Spiel loben, denn er hat auch gute Schüsse gehalten, finde ich, und hat auch eine gute Leistung gezeigt. Ich finde auf jeden Fall, man muss jetzt Schwebe erstmal drin lassen, denn ich glaube, Baumgart hat sich dazu geäußert. Timo war ja jetzt, also Timo Horn war jetzt, glaube ich, 3, 4 oder 5 Wochen oder länger jetzt verletzt oder krank gewesen. Deshalb hätte ich es auch überhaupt nicht verstanden, wenn man Schwebe auf der Bank gelassen hätte und wieder Horn spielen gelassen hätte. Deshalb hat Schwebe, finde ich, einen sehr guten Job gemacht. Jetzt haben wir Platz 6. Wir haben jetzt 28 Punkte. Das ist sehr, sehr nice. Und jetzt, Freunde, jetzt sind wir in einer Position, wo wir Verantwortung nehmen müssen. Also mit dem Kader, mit der Erfahrung, die wir jetzt sammeln, müssen wir jetzt extrem auf dem Boden bleiben und weitermachen, wo man da war. Ich habe so in den News mitbekommen, dass schon die
Rede, also dass eine Frage an Baumgart gestellt wurde, dass irgendwas mit Champions League oder so schon geplant wäre und er würde das Spiel irgendwie nicht mitmachen. Aber ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen. Ich glaube, da gab es einen Artikel oder irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich extrem auf Platz 6. Kann aber auch in einer Woche zu Hause gegen Bayern wieder anders laufen. Ja, noch besser wäre es, wenn man vor dem Köln wäre, aber also gegen vor Bayer Leverkusen wäre. Ja, aber wie gesagt, wir müssen jetzt gut weitermachen, wo wir aufgehört haben. Auf dem Boden bleiben und nicht abheben und dann schauen, wie wir die nächsten Spiele performen. Ja, Freunde. Dazu hat ja noch Özcan allein auf der 6 gespielt. Ohne Skiri haben wir gewonnen. Ljubicic war auf der Bank. Also war schon fragwürdig, bevor man die Aufstellung natürlich gesehen hat. Mit einer engen Raute oder. Also ich weiß nicht, man hat schon am Anfang, also die Flügelspieler schon fast hinter den Stürmern gesehen. Aber dann haben die auch gut gepresst, wie man auch am Anfang gesehen hat. Und mit Erfolg hat es auch funktioniert. Und ja, es war auf jeden Fall richtig gut zu sehen, wie die Jungs performt haben. Und ja. Ich bin gespannt auf die nächsten Wochen, nächsten Tage, Freunde. Weiterhin habe ich nichts zu diesem Spiel hinzuzufügen. Ich weiß, Freunde, es war mal wieder so ein bisschen lost, angekattet und so weiter. Aber so fängt mal das neue Jahr mal wieder an. Die nächsten Videos werden wahrscheinlich besser werden. Aber, Freunde, jeder Anfang ist schwer. Und ja, deshalb, Freunde, bin ich fertig für heute. War ein etwas dickeres Video, aber dennoch. Ja, Freunde, das war's an der Stelle. Ich danke jedem, der bis jetzt hierhin geguckt, hier bis hierhin zu geguckt hat, ohne zu spoilern natürlich. Ja, ich freue mich, wie gesagt, auf die nächsten Spieltage. Freue mich auch auf die Streams. Ich freue mich auf die nächsten Videos, die kommen. Und ja. Mal schauen, was die nächsten Zeit so bringt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr gerne noch weiterhin am Start bleibt oder immer noch seid. Deshalb, Freunde, lasst gerne ein Like auf das Video da. Kommentiert gerne, wenn ihr was zu kommentieren habt. Wer noch kein Abo dagelassen hat, lasst gerne doch ein Abo da. Und da würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video oder auch zum Stream, Freunde. Macht's gut, Freunde. Euer Khaled ist draußen und ciao.